herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Norbis Kochstube. Und in der heutigen Folge behandeln wir hier diesen Induktionswok. Den habe ich mir erst vor kurzem zugelegt. Also was er für Einzelteile besteht und was er für technische Details hat, das werden wir natürlich dann noch behandeln. Und zum Schluss werden wir noch was Schönes brutzeln, was Schönes kochen. Aber jetzt schauen wir uns das Gerät, das nette Gerät, doch einfach mal genauer an. Also, das seht ihr, das besteht aus drei Teilen. Einmal dem Edelstahldeckel, dann einem Wok, einem Edelstahlwok, sehr geräumig, sehr groß. Und natürlich hier die Kochplatte, die hat eine Mulde, wo dieser Wok genau reinpasst. Schalten wir mal das Gerät ein. Es ist voreingestellt auf der Stufe 5 von einer Skala von 1 bis 10. Man kann mit den Tasten hoch und runter stellen. Man kann auch hier mit dieser Taste umschalten auf eine Temperaturanzeige und dann in 20 Grad Schritten hoch und runter schalten. Ja, noch ein paar Worte zur Leistung. Also wir können 500 bis 3500 Watt einstellen. Aber ganz ehrlich, 3500 Watt sind mehr als genügend. Die werden wir wahrscheinlich nie benötigen. Wir werden nachher ja noch was brutzeln und dann werdet ihr sehen, eine mittlere Einstellung reicht hier vollkommen. Also wir benötigen folgende Zutaten. Hier das marinierte Hähnchenfleisch, dann geraspelte Möhren, Pilze, eine Ingwer-Knoblauchpaste, dann ein paar Sprossen, Zwiebeln, Brühe, dann meine Koriander-Pfeffermischung, Sojasauce und Erdnussöl. So, jetzt schalten wir den Hobel einfach mal ein und erhitzen das Ganze auf mittlerer Stufe. Wir geben jetzt etwas Erdnussöl in die Pfanne. Die Pfanne ist recht schnell heiß, also geben wir jetzt das Fleisch hinzu. Salz und Pfeffer würzen. Jetzt holen wir das Fleisch raus. Nun kommen die Pilze hinein. Weiter folgen nun die Möhren. Und die Zwiebeln. Würzen werde ich das Ganze jetzt mit dem Koriander-Pfeffer-Gewürz. Jetzt gebe ich die Sojasauce hinzu und die Brühe. Jetzt gebe ich alle restlichen Zutaten wieder hier hinein. Das werden zu einem hier das Fleisch. Dann die Sprossen und die Ingwer-Knoblauchpaste. Man muss das Ganze auch mal probieren, ob es auch richtig würzig ist. Ja, schmeckt richtig gut asiatisch. Ja, der Wok, da habe ich glaube ich nichts falsch gemacht. Der hat richtig Power, 3500 Watt. Und da werde ich so richtig mich austoben, verschiedene asiatische Gerichte ausprobieren und rumexperimentieren. Das, was mir Freude macht. Aber wir sind auch wieder am Ende angekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von der Norbis Kochstube wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.